Ein erschöpftes Seufzen röchelt aus seiner Kehle. Wenn das der Fall ist, dann könnten sich Probleme jetzt schon im Anmarsch befinden. Ich muss dich wohl beim Wort nehmen. Er zieht eine verbleichte Karte hervor und deutet auf einen Ort im Wald. Hier wirst du Klimadrilak finden. Egal auf welche Probleme du dort stößt, bitte erledige sie möglichst leise und versuche dich von den Ruinen fernzuhalten. Lebe wohl. Okay. Durenz hat übrigens den Buff nicht, weil ich Durenz erst nach der Rast zugezogen habe. Was blöd ist. Gucken wir mal kurz ins Burgmenü, ob was Neues ansteht. Keine Aufträge zurzeit. Die Leute sind alle unter Vertrag. Wie sieht es mit meinem Ausbauten aus? Ein Tag, 12 Stunden, Weitlandpfade. Irrgarten, botanischer Garten, Übungsgelände. Das war alles im Innenhof, das wollte ich später dann machen. Also die Ringmauern, die baue ich als letztes. Ich baue jetzt die Türme als nächstes und dann wahrscheinlich die Gebäude noch nicht. Wahrscheinlich erst die drei, vier Sachen hier. Also erst das Übungsgelände und dann die anderen. Gut, dann stellen wir erstmal die. Obwohl, gucken wir erstmal die Mühle rein. Die liegt ja auf dem Weg hier. Und alles andere, was nicht auf dem Weg liegt, liegt halt nicht auf dem Weg. Das schauen wir uns das später an. Wissen wir jetzt, wo die. Ah ja. Gut, das wissen wir jetzt auch. So, das heißt mal ab in die Mühle. Mal sehen, was uns dort erwartet. Wir hatten ja schon mal eine Mühle, wo wir jemandem mit seinen Problemen geholfen haben. Nämlich in Goldtal. Hier sind nur Dörfler. Die Mühle backt langsam eine Wanne voller Weizen. Wenn du uns die Wächter dieses Fürsten weißt, dann werden wir bald größere Probleme bekommen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, weil wir hier im Dorf zum letzten Mal ein gesundes Neugeborenes hatten. Nur Probleme. Gut, in die beiden kleinen Häuser können wir, soweit ich gesehen habe, nicht rein. Also die beiden und ansonsten gibt es hier ja nichts. Ah, doch, dieses Haus hier. Und in das könnten wir sogar reingehen. Und ne, gehen wir erstmal wieder in die Taverne, das obere Stockwerk. Mal gucken, was die uns zu erzählen hat, wie die sich jetzt rausredet. Ob sie sich überhaupt rausredet. So, Dörfler, Wachposten hoch. Dann gehen wir in die Waffenschmiede. Und dann sehen wir weiter. So, einmal kurz ein Quicksave machen. Okay, was sagst du? Wie sieht es da draußen aus? Irgendwelches Verdächtiges gesehen? Weißt du etwas über Alice Hallond? Das Mädchen nach dem Ei suchen? Sie war schon verschwunden, als ich hier ankam. Wovor rennst du weg? Ich sollte besser keine Details nennen. Es reicht zu sagen, dass ich in Trutzbucht die falschen Leute verärgert habe. Jemand hat mir gesagt, du wärst für die schändlichen Morde in Trutzbucht verantwortlich. Lass mich raten. Hieß dieser jemand Medret? Sie zieht ihr Stilett. Es ist eine Lüge, ganz einfach. Ich habe es mir mit meinen Arbeitgebern verscherzt
Und jetzt ist er hinter mir her. Aber wenn du hier bist, um dein Drecksarbeit zu erledigen, ich werde es dir nicht leicht machen. Entspann dich, ich möchte nur deine Seite der Geschichte hören. Was für eine Geschichte? Die Dominates sind mir auf dem Pelz... Also doch. Ich habe einfach nur den falschen Ort überfallen. Wer hätte ich wissen sollen, dass sie ihn schon beansprucht hatten? Sie fährt mit ihren Händen unter die Kapuze und durch ihre Haare. Es war nur ein Fehler, jetzt versuche ich nur noch irgendwie zu überleben. Und wenn du mit Metal gesprochen hast, dann weißt du, wo er wartet. Bitte hilf mir, von hier zu fliehen. Geh nach Osten, Madrid wartet westlich des Flusses. Sie liegt langsam in Ordnung, ich vertraue dir. Nicht, dass mir eine Wahl bliebe. Sieh zu, ob du ihn in die andere Richtung schicken kannst. Das sollte mir etwas mehr Zeit erkaufen. Sie folgt dem vermummten Gestein zur Treppe und wirft dir, als sie durch die Tür geht, einen letzten ungewissen Blick zu. Hey. Ja. Das hat uns jetzt keinen Bonus irgendwo eingebracht. Aber Geld. Und ein Buch. Ich sagte dafür, wo Meadow auf sie wartet und sie entwischt ihm. Als letzten Gefallen bat sie mich, ihm mehr Zeit zu erkaufen. Neben dem Fluss am westlichen Ende des Flusses schließlich auf Nellys Verfolger Madriff. Er erzählte mir eine völlig andere Geschichte über Nefra, dass sie eine Kindesmörderin auf der Flucht sei. Er möchte Nefra einen Hinterhalt legen. Wenn ich ihm glaube, kann ich sie in eine Falle locken. Andernfalls sollte ich Nefra warnen, bevor sie besser nach Osten zu ziehen. Ah. Ja. Also, die Dominates sind ein guter Indikator dafür, dass der Kerl da die Lügen verbreitet. Ich habe mir das nämlich eigentlich schon gedacht. Sure. So, dann reden wir nochmal mit dem Kerl. Ich weiß noch nicht, was ich ihm jetzt sagen soll. Soll ich ihr hinterherjagen lassen? Was sicherlich gemein wäre und lustig auch gleichzeitig. Oder sollte ich ihn einfach woanders hinschicken? Weil die sehen mir auf jeden Fall auch nicht aus wie öffentliche Justizitare. Und auch nicht wie irgendwelche... Naja, die sehen mehr aus wie Kopfgeldjäger oder so. Wir legen die Füße hoch, bis Madrid sagt, dass der Auftrag erledigt ist. Wir haben uns nur um unsere eigenen Dinge gekümmert. Sobald wir sie gefangen haben, geht es zurück nach Trutzbucht. Sprich mit Madrid. Er zupft an seinem langen Grashalm. Hast du ihn einfach schon gefunden? Ich würde gerne von hier verschwinden. Ich könnte lügen. Ich könnte sagen, ja, und ich habe sie gehen lassen. Ja, ich habe sie gehen lassen. Meldet euch, zieht seine Klinge. Keine Sorge, ich werde schon zu ihr aufschließen, gleich nachdem ich mich um dich gekümmert habe. Beruf beim Haus Domenel hat sich verschlechtert. Mäßig. Yay. Okay. Eine Quest läuft in 2 Tagen ab, dauert 2 Runden. Oh, schicken wir mal unseren Druiden los. Okay, das sind tatsächlich Dominals. Ich sagte Neffe und sie entwischt ihm. Als dessen Gefallen bat sie mich ja. Okay, ist die Quest abgeschlossen, ja. Au. Okay, ein bisschen Einbruch. Hm? Lautloser Schrei, 25 Schmerzblocker. Erforscht den Verstand. Sehnenentzündung.
Oh ja, mach das mal auf den da. Mann, das klappt gerade ziemlich gut. Also wir haben die richtige Wahl getroffen, weil mit dem Haus Dominell haben wir es schon sowas von verscherzt. Halunke extrem schlecht. Ja. Ein guter Kriegsbogen. Oh, was für Durans. Guter Zweihänder, gute Brigandine. Oder was für ein Kriegsbogen hat Duritz eigentlich? Ach, der hat schon einen guten. Könnten wir den eigentlich mal verbessern? Sekundärer Schaden. Eine Feuerpeitsche, Feuerbogen. Ja, Duritz ist ja ein Feuerzauberer eigentlich. Also, Feuer. Schriftrolle der Verteidigung. Oh, er könnte mal den Zwillingsstein verbrauchen. Und die Milch kann weg. Gut. Ja. Ah, noch mehr Zeug. Stiletts, Schilde, 1000 Kupferpanz. Sehr schön. Sure. Das war ein Kampf, der sich gelohnt hat. Da hat der Hagrim wirklich den richtigen Riecher. Und meine Vermutung hat gestimmt, dass sie sich mit dem Haus Dominell angelegt hat. So, jetzt wollen wir mal in die Waffenschmiede hier reingucken. Da können wir vielleicht das Dorf selber noch in der Aufnahmesession abschließen. Oh. Eine Frau, der wir in die Seele gucken können. Das ist ein kleiner Laden, du. Good day to you. Naja, hier in der Tür geht's wahrscheinlich in sein Haus rein. Ein beleibter, grinsender Mann steht hinter einem windschiefen Holztresen und poliert einen Faustschild. Herr Schwarzhoch, hab dich noch nie hier gesehen. Freue mich immer, ein neues Gesicht im Dorf zu sehen. Gesellschaft ist gut fürs Geschäft und Pleiterei ist gut für die Seele, sage ich immer. Wie auch immer, was kann ich für dich tun? Ich suche nach einer jungen Frau namens Alice. Der Fürst lässt dich auch herumfragen, was? Er grunzt. Naja, wenigstens fragst du freundlich. Schon schlimm genug, dass eine kleine Armee ins Dorf einrückt, aber nein, da müssen sie auch noch sich auch noch so wichtig machen und einem sagen, was man zu tun und zu lassen hat. Er schüttelt seinen Kopf und kichert. Das ist eben das Problem mit diesem Fürsten. Sie denken, dass sie aufgrund ihres Geldes und ihres Familiennamens das Anrecht auf eine Sonnenbehandlung hätten. Sie erwarten, dass jeder wie ihre Diener um sie herumschwänzelt. Nein, mein Herr, solche Leute haben wir hier in Dürrwald nicht. Wir haben uns schließlich von Edir abgespalten, um solchen Unsinn zu entgehen. Wenn sie denken... Ich verstehe schon, warum du dich so fühlst, aber momentan suche ich nur nach seiner Tochter. Natürlich, natürlich. Ich wollte gerade von ihr sprechen. Er räuspert sich. Ich habe sie nicht gesehen, zumindest nicht seit sie verschwunden ist. Sie ist meistens für sich alleine geblieben. Er zuckt mit den Schultern und poliert das Fahrschiff weiter. Aber da ist er ja, du weißt ja, wie Frauen so sind. Sobald man zwei von ihnen zusammenbringt, gibt es endloses Getue und Gerede. Was wohlgemerkt gar nicht so schlimm ist. Das soll keine Kritik sein. Man hat halt nur den Eindruck, als ob ihnen nie das Thema ausgehen würde. Das Mädchen schien ziemlich still, richtig schüchtern, will ich meinen. Aber selbst Hendina hat sie zum Reden gebracht. Und einem zeigt, wie sehr man sich irren kann. Hendina? Ein Alchemist, den betreibt einen kleinen Stand in der Dorfmitte. Begabte Dame. Aber sie hatte vor nicht allzu langer Zeit ein Aufeinandertreffen mit Lindwürmern. Ja, das haben wir schon gehört. Beziehungsweise wir haben schon mit ihr geredet. Sie hatte Glück, dass es nicht der große Oger war, der letzter Zeit hier durch die Gegend streift. Hast du schon gehört? Vor ein paar Tagen hat der Rumbald alle Schweine gestohlen. Sprich ihn bloß nicht darauf an. Das Thema ist für ihn immer noch ein Wunderpunkt. Und wenn man ihn erstmal wegen diesem Oger und seinen Schweinen in Rage gebracht hat, hört er mit dem Reden gar nicht mehr auf. Was ist in Dürrfurt vor sich gegangen? Oh, wir sind ein kleines, nettes Dorf. Hier passiert nicht viel. Besonders nicht, seit das Vermächtnis zugeschlagen hat. Den Leuten wurde klar, dass sie keine Kinder haben können, also probieren sie es gar nicht mehr.
Nicht schwer vorzustellen, dass das den Alltag ziemlich viel Spannung nimmt. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Hohles Gras? Eine Pike. Oh.